Türme. Ich kenne sie bestimmt. Ich muss irgendwie dort hinkommen. Ich habe mit ihnen zu tun. So geht denn hier kein Weg. Ich muss dorthin. Also tatsächlich wiedergekommen nach den 4 Jahren. Wie geht's dir so? Gut, aber die Reise ist immer noch sehr anstrengend. Natürlich. Ich muss mich erstmal ausruhen und dann muss ich gleich meine Aufzeichnungen von dort lesen. Wie haben sich die Dinge hier entwickelt? Ja, nicht viel Neues, aber die Bewegung gegen euch hat sich hier verstärkt. Ich würde dir raten, besonders in den Tagen nach dem 30. Februar besonders vorsichtig zu sein. Das ist keine gute Nachricht, aber es war abzusehen. Ja. Kann ich die Turmführung wieder übernehmen? Natürlich. Dann kann ich in Ruhe arbeiten. Da ist jemand. Nein, du solltest gehen. Man darf uns nicht zusammen sehen. Bis bald. Bis bald. Hallo? Willst du eine Turmführung machen? Nein, nein, nicht ich. Was ist denn mit dir los, Platnatja? Wie heißt du denn? Das weiß ich nicht. Komm erst mal rein in deine Hütte. Überleg noch mal, wie heißt du denn? Ich weiß es noch nicht. Okay, das ist nicht schlimm. Ich glaube, du hast dein Gedächtnis verloren. Vielleicht siehst du auch ganz müde aus. Komm, leg dich doch erstmal hin und schlaf ein bisschen. Denk am besten nicht nach und frag nicht nach. Nachher wird es dir bestimmt besser gehen. Aber ich muss doch... Ja, komm. Thank you.
Kannst du dich wieder erinnern? Nein. An heute Morgen erinnere ich mich gut. Aber davor? Mach dir nichts draus. Gemeinsam werden wir schon herausfinden, wer du wirklich bist. Sie kennen mich also auch nicht? Nein, sonst könnte ich dich ja einfach zu deiner Familie zurückbringen. Und wer sind Sie eigentlich? Ich bin Thomas Adler, der Turmwächter. Die beiden großen Türme draußen. Ich veranstalte Führungen für Besucher und ich bewache sie. Wohnen Sie in den Türmen? Aber nein, in denen wohnt niemand. Es gibt nur viele leere graue Zimmer. Da würde doch niemand wohnen wollen. Ich glaube aber, ich müsste mehr über Sie wissen. Was ist an den Türmen so besonders? Ja, sie sind eben sehenswert. Man weiß nicht viel über sie. Kein Mensch hat sie je gebaut. Vor ein paar Jahren sind sie plötzlich aus dem Nichts hier aufgetaucht. Naja, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Schau mal, ich habe noch ein paar Sachen in deiner Tasche gefunden. Eine Taschenlampe, ein Taschenmesser, ein Stück Brot. Ja, das habe ich auch gerade schon gefunden. Ja, und da ist noch ein Spiegel und ein Büchlein. Ein Buch. Aber da steht ja gar nichts drin. Was ist denn das? Was bedeutet dieses Gekrakel? Oh nein, habe ich vielleicht auch noch verlernt zu lesen? Aber nein, lesen und schreiben, das lernt man wie schwimmen. So etwas verlernt man nicht. Das ist keine normale Schrift. Ich kann das auch nicht lesen. Aber hier, da ist ein Wort, das ich lesen kann. Moixa. Was bedeutet das, Moixa? Das weiß ich auch nicht. Seit wann weiß ich diese komische Schrift? Soll ich denn damit anfangen? Naja, schau mal. Da sind doch noch ganz viele leere Seiten. Du könntest ein Tagebuch daraus machen und alles aufschreiben, dann kannst du es nicht mehr vergessen. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, sein Gedächtnis zu ordnen. Außerdem kann ich dir bestimmt auch besser helfen, wenn ich deine Geschichte gelesen habe. Fang doch gleich damit an. Na gut. Welcher Tag ist heute? Der 29. Februar. Februar. Der Februar ist ein Monat. Das Jahr hat 12 Monate. Ich kenne sie alle. Ich kann sie alle aufschreiben. Gut, siehst du, das hilft schon. Schreibst du weiter? Ich muss eine Führung für ein paar Matrosen machen. Ich bin bald wieder zurück. Thank you.
drei Türme sind vor ein paar Jahren, 8 glaube ich, einfach hier aufgetaucht, aus dem Nichts. Man weiß deshalb nicht viel über sie, aber ja, diese Steine ist etwas ganz Besonderes. Sie können ruhig auch mal anfassen. So etwas gibt es ja hier nicht. Ist ganz kalt. Genau. Beide Türme haben 23 Stockwerke mit je 12 Zimmern. Klein jedoch neben den Türmen sind, nicht wahr? Das ist mein Neffe, Tom aus Atlantis. Aber Herr Ableich, müssen Sie nicht zu Ihrem Schiff? Es fährt sonst auch ohne Sie los. Ja, klar. Schiff, Meer. Schwimmt euer Schiff da drüben im Meer? Ja, natürlich. Wo denn sonst? Woher kommen Sie? Na, dort her, wo wir wieder hinfahren. Wir fahren nach Atlantis, und zwar bei England. England? Wo liegt das? Am anderen Ende der See, immer der untergehenden Sonne nach. Willst du vielleicht mitkommen? Nein, ich... Schau doch mal nach dem Essen, es brennt sich ja noch an. Komischer Kerl. Ja, ich wünsche Ihnen dann noch eine frohe Reise. Kommen Sie gut nach Hause. Sprich bitte nicht noch einmal mit fremden Leuten. Wissen Sie etwa, wie ich heiße? Sie sagten Tim oder so etwas. Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich musste mir doch etwas ausdenken. Du kannst dir auch einen anderen Namen ausdenken. Dann sagen Sie zu mir doch, wie Sie wollen. Du heißt ja sowieso nicht so. Du könntest doch Tom heißen wie ich. Nein, dann will ich Tim heißen. Ich will meinen eigenen Namen haben, ganz für mich allein. Und warum soll ich eigentlich nicht mit anderen Leuten reden, Herr Amler? Du bist sonst in Gefahr. Du darfst ihm nicht sagen, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Warum? Naja, es ist dir verboten, kein Gedächtnis mehr zu haben. Und sie werden dich sonst verfolgen und gefangen nehmen. Verfolgen und gefangen nehmen? Ja, sag am besten, du seist mein Neffe aus England. Und warum helfen Sie mir dann? Ich finde, dass solche Gesetze nicht richtig sind. Schau mal, du bist doch ganz alleine hier und hast niemandem etwas Böses getan. Da wäre es wirklich unmenschlich, dir nicht zu helfen. Wie hat es denn geklappt mit deinem Tagebuch? Ach, das ist alles ganz durcheinander. Erst sah ich das Meer, dann später die Türme. Das Meer war wild oder vielleicht auch nicht. Ich muss immer an den Februar denken. Das ist alles so komisch. Erst der 29. Februar, dann der 30., der 31., der 32. Nein. Kein 32. Nach dem 31. Februar beginnt der 1. März, ein neuer Monat. Warum 31? Nun ja, das Jahr hat 12 Monate. Und jeder Monat hat 30 Tage. Da das Jahr 5 Tage länger, also 365 Tage dauert, werden diese 5 Tage einfach am Jahresende angehängt. Das sind die namenlosen Feiertage. An ihnen kann jeder Feste feiern oder etwas Schönes tun. Naja, das ist praktisch, aber... Ja, das ist doch nicht alles, denn alle 4 Jahre ist das Jahr um einen Tag länger. Das ist dann ein Schaltjahr. Dieser Tag wird den Monaten nacheinander angehängt. Vor 4 Jahren war es der Januar mit 31 Tagen. Dieses Jahr ist es also der Februar. Dann ist der Februar dieses Jahr also etwas Besonderes. Ja, aber das ist er ohnehin. Ich muss jetzt in die Stadt etwas einkaufen und dir neue Kleidung besorgen. So bist du zu auffällig hier. Du kannst ja so lange weiterschreiben in dein Tagebuch, bis ich wieder zurück bin. Ja? Später. So was Verrücktes. Monate und Schaltjahre. Aber wenn ich an den Februar denke, da fallen mir immer die Türme ein. Das ist alles verrückt. Alles leere, graue Räume sind dort drin. Wozu soll das gut sein? Genauso wie die Leere in meinem Kopf. Ich
Ich glaube aber, ich habe etwas mit Ihnen zu tun. Wenn ich mich doch mal erinnern könnte. Ich gebe Ihnen jetzt einen Namen. Ich nenne Sie die Türme des Februar. Denn mit dem Februar hatten Sie etwas zu tun. Da bin ich mir sicher. Jetzt muss ich aber mal weiterschreiben ins Tagebuch. Seiten. Da waren noch beschriebene Seiten in dem Buch. Weg. Einfach herausgerissen. Die Seiten der Geheimschrift. Sie gehören mir. Ich will sie zurück, Herr Adler. Der weiß bestimmt mehr, als er sagen will. Wenn er mich bestiehlt, dann kann ich ihm auch nicht mehr trauen. Er ist auch nicht besser. Ich muss weg hier. In die Stadt.
Hallo? Wieder das Übliche? Ja, 4 Tomaten und 1 Salat, bitte. Die große oder die kleine Packung? Oh, ich glaube, die kleine Packung reicht mir. Ich wohne hier allein. Obwohl, von diesem Gewürz kann man nie genug haben. Und was macht deine Familie so? Ich habe ja nur noch meine Tochter, aber der geht's gut. Entschuldige, suchst du jemanden? Was? Nein, ich. Haben Sie schon gehört? In den Dünen. Da sind frisches Obst! Saftiges Obst! Junge, möchtest du ein paar gute Früchte kaufen? Nein, danke. Nein. Entschuldigen Sie kurz, darf ich schnell vor? Ich hab's eigentlich. Kann ich deine große Kakuchinian haben? Klar. Dankeschön. Und wie geht es deinem Esel zurzeit? Ja, du kennst ja die Geschichte, aber es geht. Meinst du, vorgestern sind wieder welche gekommen und immer wieder und immer mehr? Am 1. April auch noch. Ja, es sind sicherlich ein paar von ihnen hier in unserer Gegend, aber viele können das nicht sein. Ach, aber jeder Einzelne ist doch zu viel. Herr Natro? Der Meinung bin ich auch, aber man kann doch niemanden daran hindern, wenn er es tun will. Aber so kann es doch nicht weitergehen. Was finden Sie an ihnen denn so schlimm? Guten Tag. Hast du dich verlaufen? Nein, ich weiß nicht. Was ist mit dir? Nein, bitte lassen Sie mich. Hey, du brauchst keine Angst haben. Danke. Ich kümmere mich um ihn. Komm mit. Mein Name ist Jan David. Ich bin hier in der Gegend Dünenwächter. Und wer bist du? Ich heiße Tim. Schön, dich kennenzulernen, Tim. Ich habe dich schon einmal gesehen, vor 2 Tagen in den Dünen. Aber da hast du mich wohl nicht bemerkt. Jedenfalls bist du wild umhergerannt und hast um dich gestarrt und doch nichts bemerkt. Ein wenig später warst du dann weg. Und nun sehe ich dich hier wieder in der Stadt. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist, aber du kannst sehen, hören. Wir können miteinander reden. Du bist also wirklich und ganz da. Und irgendwelche alten Erinnerungen brauchst du gar noch auch. Was? Woher wissen Sie? Bleib ganz ruhig. Ich weiß, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Das war mir gleich klar. Aber du existierst, du bist hier. Dann kann es doch wohl nicht so schlimm sein, oder? Ich schlage vor, du kommst mit zu mir nach Hause. Dort kannst du etwas essen und dich ausruhen. Du siehst aus, als ob du das gebrauchen könntest. Und außerdem glaube ich, dass ich dir helfen kann. Was? Das Gleiche sagt ja auch. Lassen Sie mich verfolgen und gefangen nehmen? Nein, bleib ruhig. Gerade ich will dich vor den Leuten schützen, die so etwas wollen. Wir können dir ein neues Gedächtnis schaffen. Denn ohne dein altes bist du sowieso besser dran. Warum meinen Sie das? Ich erkläre es dir. Von all den neuen Erinnerungen denkst du an die schönen Dinge gerne zurück? Ja, natürlich. Und an die unangenehmen Dinge? Nein, lieber nicht. Also, das Gute vergisst du nicht so leicht. Und warum hast du dann wohl dein Gedächtnis verloren? Weil es eingefüllt war mit schlechten Erinnerungen. Aber jetzt, mit einem neuen Gedächtnis, hast du viel mehr Platz für schöne, neue Erinnerungen. Aber ich will doch wissen, wer ich bin. Ich weiß doch nicht mal meinen echten Namen. Oh doch, du weißt sehr wohl, wer du bist. Du bist du selbst. Namen haben keine große Bedeutung, Tim. Du bist doch viel mehr als nur ein Name. Aber ich heiße trotzdem in Wirklichkeit nicht Tim. Das hier ist die Wirklichkeit. Wer ist der Junge? Wieso geht er mit Jan mit? Was ist da los? Thank you.
Und dann hat mich Herr Anna in seine Hütte gebracht. Mhm. Tim, das ist meine Tochter, Thea. Hallo, ich bin Thea. Ich bin Tim. Willst du nicht deine Sachen ausziehen? Ja. Ach, halt! Was ist das? Ein Buch? Das ist mein Tagebuch. Ich schreibe alles hinein, was ich erlebe. Und warum machst du das? Der Turmwächter, Herr Ammer, hat es gesagt. Dann kann ich es nicht mehr vergessen. Was kannst du denn nicht mehr vergessen? Na, alles. Was ich erlebe, sehe, was ich denke. Und vielleicht kann ich so auch herausfinden, wer ich wirklich bin. Kommt ihr zum Essen? Wenn ich es nicht aufschreibe, woher weiß ich dann, ob morgen nicht wieder schon alles weg ist? Du wirst es bestimmt nicht vergessen. Zumindest, wenn du dein Gedächtnis nun etwas rückgängst. Ach nein, das glaube ich nicht. Ich habe doch bestimmt irgendwo eine Familie. Eltern, Menschen, die mich kennen. Die mich verstehen. Die mich gern haben. Ich habe sie vergessen. Einfach weg. Und jetzt? Nun, du könntest hier bleiben. Bei mir und Thea. Du könntest richtig zur Familie gehören. Aber du kannst natürlich auch zurück zu diesem Herrn Avla, wenn dir das lieber ist. Nein, nein, zu dem will ich nicht zurück. Der hat mich nämlich gestohlen. Gestohlen? Ja, ganz hinten in meinem Tagebuch da war eine Vignette geschrieben. Voll mit so einer seltsamen, unlesbaren Schrift. Ich habe das nicht geschrieben. Naja, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Und die Vignette hat mir Herr Adler gestohlen. Er hat sie einfach herausgerissen, ohne etwas zu sagen. Ich bin dann von ihm weggelaufen. Nun, wenn du hier bleibst, dann könntest du zum Beispiel mein Neffe Tim aus einem anderen Land sein. Oh ja, aus England vielleicht. Oder noch viel besser aus Atlantis. Weißt du, die haben nämlich wirklich einen Verwandten in Atlantis. Diese Länder, gibt es sie denn alle wirklich? Ja, natürlich. Komm, ich zeig's dir. Komm. Wer ich einmal war, weiß nicht jemand.
schreibe, kann nie mehr verschwinden, ist es wichtig, was nun wahr ist. Weil sie unterwegs ihre Erinnerungen zurücklassen. Und dieser Herr Adler ist so einer. Und diesmal hat er anscheinend den Jungen mitgebracht. Heißt er wirklich Tim? Ich weiß es nicht. Das weiß wohl nur dieser Herr Adler. Ich nehme an, dass er es in seinen Tagebüchern aufgeschrieben hat. Aber ich will, dass sich der Junge hier einlebt. Ich will ihn bei uns behalten. Aber er darf auf keinen Fall seine Seiten wieder in die Hände bekommen. Willst du mir dabei helfen? Ihr könntet ja zusammen ein paar Sachen unternehmen. In die Stadt gehen zum Beispiel. Oh ja. Hallo, was hast du vor? Ich will in mein Tagebuch schreiben. Aber glaubst du meinem Vater denn nicht? Du wirst dein Gedächtnis nicht nochmal verlieren. Na, aber ich will doch wissen, wer ich... Du brauchst doch nicht wissen, wer du früher einmal warst. Naja, was ich dich eigentlich fragen wollte, hast du Lust, mit zur Schule zu kommen? Ich gehe jetzt ja bald. Schule? Was war das nochmal? Nein, ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich gehe nicht gern dorthin. Aber da kann man doch viele interessante Sachen lernen. Wie zum Beispiel rechnen, schreiben, lesen. Okay, das kannst du ja schon, aber... Ja, man kann auch Pflanzen beobachten, Tiere, eigentlich fast alles kannst du dort machen. Kann man auch was über Atlantis lernen? Ja, natürlich, in Erdkunde. Aber da gehst du vielleicht besser mal nicht hin, sonst fragen die dich noch über Atlantis aus und du weißt ja da noch nicht viel. Aber du könntest heute mit in den Kunstunterricht kommen. Da tun wir gerade Figuren aus Ton basteln und malen und da kann man auch viel machen. Und Tia, was passiert eigentlich? Wenn man keine Lust hat, zur Schule zu gehen, also wenn man überhaupt nie hingeht, was dann? Was dann? Natürlich nichts. Naja, man lernt eben nichts und darum gehen ja die meisten auch zur Schule. Man sagt, man lernt nie aus. Naja, komm, gehen wir. Ja, gehen wir. Ich kenne die Erklärung. Das Zeitgefüge kann wanken, wenn jemand hier auftaucht, aber so stark. Na, es müssen mehrere gewesen sein. Wir müssen sie finden. Warum willst du sie verfolgen? Hier sind sie hilflos. Was sie alles herbringen und zurücklassen. Nutzlose kleine Metallbeutel. Knöpfe, Knospen, durchsichtige Beute, die niemals verrotten, schließlich die Türme. Denkst du nur an diese Dinge? Was ist mit der Menschlichkeit? Ich habe den Jungen bei mir aufgenommen, dass er sich hier einlebt. Du wirst sehen, er wird sich prächtig integrieren, wenn er nur nichts von seiner Vergangenheit erfährt. Das ist wieder natürlich. Du machst das einfach auf eigene Faust, Jan David. Aber du kannst nicht jeden aufnehmen, der hier auftaucht. Ich will gerne rausschmeißen und zurückschicken. Du kannst es nicht. Nein, natürlich nicht. Aber irgendjemand muss es doch können. Wenn das so weitergeht, dann... Dann was?
Du kannst das nicht einfach machen. Sie haben keinerlei Erinnerung mehr. Es kann also niemals von der Natur so vorgesehen sein. Wir können nichts dagegen tun. Wir müssen es eben in Kauf nehmen. Muss auch weiter ein Geheimnis bleiben. Thank you.
hätte es nur geträumt. Aber wenn ich wieder dorthin gehe, werde ich wieder alles aufschreiben, was ich sehe und erlebe. Dann kannst du es lesen. Samstag, 20. März. Die Welt ist herrlich zusammen mit Thea. Es könnte jetzt immer so bleiben. Jan will, dass ich mein Tagebuch vernichte, damit ich nicht mehr nach meinem früheren Ich suche. Ich habe ihn um Bedenkzeit gebeten. Guten Tag, Jan. Din, ich habe mich schon gewundert, warum du nicht früher gekommen bist. Hallo. Du willst sicherlich Tim sehen. Ja, den Jungen. Bitte, pass auf mit dem, was du zu ihm sagst. Er hat sich schon prächtig eingelebt. Du darfst das jetzt nicht alles versauen. Tim! Tim, das ist Wim Janse. Er möchte mit dir reden. Hallo? Wer bist du denn? Ich heiße Tim David. Tim, das reimt sich ja auf Wim. Na gut, nenn ich einfach Wim. Woher kommst du denn hier aus der Gegend? Nein, ich komme aus Atlantis. Aus Atlantis? Oh, das ist aber weit weg. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit einem Schiff über das Meer. Dann sprichst du auch sicher die atlantische Sprache. Übersetz mir doch mal. Können Sie mir sagen, wer ich bin? Theas Onkel, also mein Vater. Er hat mir in meiner Sprache von mir geredet. Verstehe. Du sprichst die Sprache also nicht gut. Aber warum bist du überhaupt von Atlantis hierher gekommen? Weil er möchte hier bleiben. Ich merke, du willst nicht darüber reden. Naja, was hast du die letzte Woche so gemacht? Ich habe viel mit Thea zusammen unternommen. Wir waren in den Dünen und am Hafen den Schiffen zuschauen.
Ein paar Mal noch in der Schule. In der Schule? Was hast du denn da so gemacht? Welches Fach? Vor allem Mathematik. Das ist sehr interessant. Wir haben gelernt, was Axiome sind. Das sind Grundsätze, Grundbehauptungen. Eben das, was wahr ist. Wahr, wahr. Aber was willst du wohl in Zukunft mal machen? Ich möchte für immer hier bleiben. Meinst du, das kann er? Ja. Ich denke schon. Er gewöhnt sich tatsächlich schon prächtig ein. Vielleicht behältst du ja recht. Aber es gibt immer noch genügend Menschen, die etwas dagegen haben. Ich an deiner Stelle will es lassen. Du bekommst sicherlich auch Schwierigkeiten. Blöde Frage rein. Thea. Thea, du musst mir helfen. Ich will bei dir bleiben. Deshalb, wer ich jetzt bin. Aber ich muss auch wissen, wer ich früher einmal war. Bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Und ich weiß jetzt, wie ich die Seiten lesen kann, die mir Herr Amler geschwollen hat. Mit einem Spiegel. Aber Tim, warum denn? Ich will nicht, dass du unglücklich wirst. Wirklich. Ich hab dich lieb. Weißt du, das, was da drin steht, das ist vielleicht nicht gut für dich. Versteh mich doch bitte. Ich bin nicht vollständig. Nur ein halber Mensch, bevor ich mein Gedächtnis wieder habe. Außerdem werde ich deswegen verfolgt und gehasst. Weißt du etwa schon, was auf diesen Seiten steht? Nein, mein Vater will so unbedingt verhindern, dass du es liest. Bitte, du musst mir helfen. Tagebuch. Bitte lies es. Ich sage meinem Vater, du bist krank. Wo geht er hin? Thank you.
Thank you.
Februar 1964. Dieses Tagebuch schreibe ich als wissenschaftliches Experiment. Ich möchte nämlich eine Theorie beweisen. Herr Alba meint, man müsste ein Tagebuch führen, wenn man ein Problem lösen will. Herr Alba ist ein Erfinder. Nein, besser gesagt ein Gelehrter. Seine Theorien sind ziemlich kompliziert. Er meint, dass es außerhalb unserer eigenen Welt noch andere, uns unbekannte Welten gibt. Er kann das aber nicht beweisen. Und genau das will ich in diesem Tagebuch machen. Tom Witt. Hallo Herr Alba, ich habe die Brötchen. Wie? Oh, ich habe gerade an etwas ganz anderes gedacht. Ja, stell sie doch mal hin. Können Sie uns weiter erzählen? Von Ihrem Axiom und so? Ja, also, wie gesagt, das Axiom ist der Grundsatz, der Ausgangspunkt meiner Theorie. Es gibt noch andere Welten als diese. Sie sind uns jedoch unbekannt. Meinen Sie damit vielleicht andere Sterne, andere Planeten? Andere Sterne? Nein, Tom, denn andere Sterne oder andere Planeten gehören ebenso zu unserem eigenen Sonnensystem. Durch ein Fernrohr kannst du sie ja zum Beispiel beobachten. Kennst du die mittelalterliche Vorstellung, die Erde sei eine Scheibe? Ja, geführte Leute waren, stimmt. So ganz falsch ist das noch gar nicht, wenn man es im übertragenen Sinne sieht. Was machen Sie denn da? Ich erkläre dir das jetzt. Schau her. Siehst du diese Oberfläche? Das ist unsere Erde. Alles sitzt auf dieser Oberfläche. Die Körner sind die Sterne, Planeten oder Menschen, wie du willst. Und hier haben wir fast das gleiche nochmal, nur dass die Körner ein bisschen anders angeordnet sind. Das sind die beiden Welten. Die eine ist der anderen sehr ähnlich, aber eben trotzdem deutlich verschieden. Und diese beiden Welten sind so einander angeordnet, dass die eine ein Spiegelbild der anderen bildet. Siehst du? Ein Spiegelbild. Denken Sie vielleicht an so eine Art Traumwelten, Fantasiewelten? Man meint, man befindet sich dort und wenn man aufwacht, ist alles weg. Nein, denn diese Welten sind wirklich, sie existieren. Nur, dass man ihre Existenz nicht so ohne weiteres beweisen kann. Tja, ich kann nicht denken, wie man in so eine tolle Welt kommt. Bestimmt nicht mit einer Rakete oder so, nein. Man stellt sich einfach hin, nur mit einem Zauberspruch, Abracadabra, und zack, bumm, steht man dort. Na? Nun ja, ich dürfte dir das eigentlich nicht sagen. Das ist zu gefährliches Wissen. Herr Alba hat es mir dann doch erklärt. Eigentlich wollte ich mich mit dem Zauberspruch ja nur über ihn lustig machen. Aber ich habe den Nagel glatt auf den Kopf getroffen. Herr Alba hält das für keinen Zufall, sondern für Prädestination, Vorherbestimmung. Also, man kann in eine andere Welt reisen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wort ausspricht. Welches Wort? Das wollte mir Herr Alba nicht sagen. Es ist streng geheim. Er meint sogar, man dürfe es nie aufschreiben, weil es sonst seine Macht verlieren könnte. Und der richtige Zeitpunkt? Nur in einem Schaltjahr. Am 29. Februar sowie einen Monat später, am 1. April, jeweils bei Sonnenaufgang. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr und bis zum 29. Februar ist es nicht mehr lange. Hat diese unbekannte Welt eigentlich auch einen Namen? Nun, nicht wirklich. Ich habe sie Intermenses Februarium et Aprilum genannt. Das ist lateinisch und bedeutet zwischen den Monaten Februar und April. Das kommt von den beiden Tagen, an denen man hin- und zurückreisen kann. Und die Abkürzung ist ganz einfach im Fair. Aber habe ich dir eigentlich schon einmal erzählt, wie ich auf diese Welt gestoßen bin? Nein, wie denn? Das war vor 20 Jahren. Hier herrschte Krieg und es ging uns sehr schlecht. Ich wollte weg um jeden Preis. Aus mittelalterlichen Schriften und aus den Werken moderner Philosophen hatte ich gefolgert, dass es noch andere Welten geben müsse, und zwar vergleichsweise einfach zu erreichen. In meiner Verzweiflung habe ich nächtelang nachgeforscht, nach diesem Wort, nach diesem Geheimwort. Und dann bin ich drauf gestoßen. Und als ich es dann aussprach, da fand ich mich einfach in einer anderen Welt wieder. Einer Welt, die ganz ähnlich war zu
zu unserer eigenen, aber eben doch etwas anders, verzerrt. Denn dort herrschte Frieden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass in Fea eine schönere, eine friedlichere Welt ist als unsere eigene hier. Aber dann gibt es dort auch Menschen und Tiere? Ja, genau wie bei uns. Und Sie wollen mir das Zauberwort wirklich nicht verraten? Nein, das kann ich nicht. Schau mal, du bist doch noch so jung. Was willst du denn da in einer anderen Welt? Du kennst doch noch nicht einmal unsere eigene Richtung. Ich bin fast 15. Jung, Tom, sehr jung. Und außerdem ist es gefährlich, in eine andere Welt zu reisen. Das könnte ich nicht verantworten. Wieso gefährlich? Sie sagten, es sei eine bessere Welt. Ja, aber das ist etwas anderes. Denn es ist immer gefährlich, in eine andere Welt zu reisen. Aber wenn ich wieder dorthin gehe, am 29. Februar, dann schreibe ich alles auf und dann kannst du es lesen, wenn ich wieder zurück bin. Dann darf ich also wirklich nicht mit? Nein, Tom, das ist kein Vergnügungsausflug. Schluss jetzt. Gut, dann gehe ich eben. Ja, ich gehe jetzt wieder hinunter in meine Wohnung. In Ordnung, wir sehen uns dann spätestens am 1. April wieder. Was muss ich denn jetzt noch machen? Vorbereiten. Das Wort. Ich darf es nicht aufschreiben. Ich muss es mir merken. Ich darf es nicht vergessen. Ich muss es vorsagen, immer wieder. Moai, ja, genau, das ist es. Ich darf es nicht aufschreiben, sonst verliert es seine Macht. Ich muss es mir immer wieder vorsagen. Und wenn ich doch an die Macht dieses Wortes denke, es sind zu den Türmen, unglaublich. Naja, aber was Tom nicht weiß, nein, wie auch. Das ist auch viel zu gefährlich. Ich hoffe, es
habe keine andere Wahl.